Ja, hallo. Mein Name ist Pascal, Pascal Heilschreiber, ich bin 32. Ich bin vom Beruf examinierter Kranken- und Gesundheitspfleger und Gesundheits- und Krankenpfleger. Mama, ich hab drei. Jetzt? Koppelt's? Ja, Frieden. Frieden ist auch für mich ein wichtiges Thema. Zu den politischen Sachen kann ich mich nicht wirklich äußern, da ich da keinen Hintergrund habe. Wovon ich allerdings Hintergrund habe, ist von gesundheitlichen Themen, da das mein Beruf ist. Ich interessiere mich privat auch sehr dafür. Wie kann man sich verantwortungsvolles, gesundes Leben mit seinen Mitmenschen führen? Und bin da mit dem Stefan vor einigen Monaten, hatte ich ein Gespräch darüber, was Impfungen bedeuten. Für mich persönlich bedeuten Impfungen Frieden. Ich kann euch das sagen, warum. Frieden bedeutet für mich nicht nur, anderen kein Leid zuzufügen. Frieden heißt auch, ein Leid, das entstehen könnte, durch meine Untätigkeit zu vermeiden. Ich impfe nicht nur für mich, sondern für all die Menschen, die diesen Schutz nicht aktiv, sondern nur passiv, nämlich durch den besonderen Umgang der Schutzmaßnahmen, zum Beispiel Infektionen, ihrer Mitmenschen er- und überleben können. Besonders geht es hier um HIV-Kranke, Zustand nach Chemotherapie, Organtransplantationen, Stammzellentransplantationen, junge und alte Menschen. Wenn ich das Leid des anderen akzeptiere und dessen Tod und Erkrankung, Leid und Schmerzen durch meine Passivität und Egoismus toleriere, verhalte ich mich nicht friedlich. Schau mal den Straßenverkehr. Wir haben uns auf Regeln geeinigt, dass wir andere nicht verletzen. Das gehört für mich dazu. Ja, dass man sich selbst einschränkt oder selbst in eine Position stellt, dass man auf die, die schwächer sind, Rücksicht nimmt. Lass uns Frieden schaffen, ohne Waffen. Frieden schaffen, gegen Waffen. Lass uns Frieden schaffen, ohne Waffen, die sich gegen Menschen wenden. Sondern mit den Waffen, die sich gegen die Bedrohung meiner und eurer Mitmenschen durch vermeidbares Leid richten. Primum non nocere. Zuallererst nicht schaden. Das ist ein Zitat von Hippokrates. Hannah Pauling. Hannah Pauling hat im Jahre von anderthalb Jahren eine Impfung gegen Windpocken, Polio und Keuschhusten erhalten. Daraufhin legte sie ein komisches, auffälliges Verhalten an den Tag. Sie bekam starkes Fieber. Start Lampen wenn du, an. Wenn du hoch genug im Dienstrang kriegst, ja, dann siehst du das Ganze wieder aus anderen Augen, nämlich aus dem hier. Diagnose. Deswegen gibt es ja eine höhere Dienstwänge so viel Kohle. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der Autist ist, in Lampenstart oder gegen Wände läuft. Autismus ist eine sehr komplexe Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung des Gehirns. Es gibt sehr viele Forschungen. Autismus ist nur der Überbegriff. Die Mutter von Hannah klagte und bekam vor Gericht recht. In der Impfung war die Tochter Autismus bekommen. Der Staat haftet für die Schäden, die entstanden sind durch die Impfstoffe, die von ihm freigegeben wurden. Das ist übrigens auch in Deutschland so. Die Familie von Hannah bekam 1,5 Millionen Dollar als Abfindung. Zusätzlich 500.000 Euro jährlich. Andrew Wakefield. Andrew Wakefield war ein Arzt, von dem er war. Er hat 1998 dem wissenschaftlichen Magazin The Lancet, das anerkannt ist, eine Studie veröffentlicht. In dieser Studie versuchte er eine Verbindung zwischen Impfen und Autismus herzustellen. Dieser Artikel, abgesehen davon, dass er nicht unbedingt wissenschaftlich sauber erarbeitet wurde, es waren nur 12 Kinder,
Und er hat zudem eine autistische Enterokolitis, muss man es aufschreiben, in den Raum gestellt. Es hat sich im Nachhinein nicht bewiesen, dass es sowas gibt. Daten wurden zudem bewusst. Es wurden in dieser Studie Daten bewusst ignoriert oder ausgelassen. Das möchte ich jetzt nicht festlegen. Die Anwälte, die Eltern der an Autismus erkrankten Kindern vertreten haben, gaben zu dieser Studie 55.000 Pfund dazu. Das sind umgerechnet ungefähr 70.000. Kommen wir mal zurück zur kleinen Hanna. Die kleine Hanna ist ein Spezialfall. Insoweit, dass sie bereits vor der Impfung eine seltene Erbkrankheit hatte. Diese führt dazu, dass durch eine Infektion, durch ein Fieber, durch ein Virus oder eben auch durch eine Impfung ausbricht. In diesem Fall gab das Gericht unerkennbar. Was sind Impfungen? Das ist erstmal zu unterscheiden zwischen aktiv und passiv. Die aktive funktioniert so: stark abgeschwächte oder getötete Erreger, also tote Bestandteile von Erregern, werden in den gesunden Körper eingegeben. Das Immunsystem produziert Antikörper und bildet Gedächtniszellen. Gedächtniszellen sind dafür da, ihr könnt euch das so vorstellen, der Körper bildet dann einen Schlachtplan, also nimmt die Informationen heraus, dass er im Falle eines Angriffs überwachen ist. Tauchen jetzt gefährliche Erreger auf, weiß der Körper ziemlich genau, was er machen muss. Bei der passiven Impfung erhält man direkt Antikörper. Der Körper bleibt passiv, bei der aktiven Impfung vertritt seine Meinung. Richtig ist aber auch, dass man, wenn man sich impfen lässt, dass man gesund ist, dass man ausgeschlafen ist und dass man keinen Infekt hat. Das ist wichtig. Seit ihrer Einführung haben Impfungen die entsprechenden Krankheiten stark zurückgehen lassen. Oder? Sogar ausgerechnet. Könnt ihr gleich was zu sagen? Hallo? Okay. Ein Beispiel, wir haben jetzt Kinderimpfungen, Pocken. Das sind Krankheiten, die haben wir ausrotten können. Und dadurch hunderte Millionen Menschen gerettet. Das bedeutet für mich, Menschenleben retten und Leid vermeiden. Das Problem mit der Sinnhaftigkeit der Impfung ist meiner Meinung nach ein Wahrnehmungsproblem. Gibt es viele Ausbrüche, wird viel geimpft. Umso weniger Ausbrüche gibt es, die als Konsequenz wenn wir keine Notwendigkeit mehr empfinden, gegen entsprechende Krankheiten zu impfen, impfen wir weniger. Das ist ein Teufelskreis. Und der geht immer und immer und immer wieder rund. Wie können wir das unterbrechen? Wie können wir dieses Leid, das wir unseren Mitmenschen zumuten an den Ständen, wie können wir das unterbrechen? Die Lösung wäre eine vollständige Durchimpfung gegen entsprechende Krankheiten. Zum Beispiel die Masern, so hat man sich vorgenommen, die WHO hat sich das als Ziel gesetzt, zuerst 2010, dann 2015, die Masern auszurotten. Leider ohne Erfolg. In Deutschland, in der Schweiz ist es noch schlimmer, ist die Impfrate gegen Masern ziemlich niedrig. Als Konsequenz treten immer wieder Masern-Epidemien auf. Besonders und auch, weil die anthroposophische Lehre die Krankheit als sinnvoll erachtet, da die Krise einen seelischen und körperlichen Wachstumsprozess ermöglicht. Das Problem durch Masern ist nicht zu unterschätzen. Im Jahr 2013 legen die Zahlen dar, dass in der ersten Jahreshälfte bereits 942 Fälle auftraten. Im Vergleich 2012 war es im ganzen Jahr 166 Fälle. Es gibt bis heute keine direkte Behandlung der Ursache.
Masern sind hochgradig ansteckend und keine Kinderkrankheit. Erwachsene leiden sogar unter einem schwereren Verlauf. Das heißt, der Verlauf ist schneller, es gibt häufiger und katastrophalere Komplikationen. Masern führen unter anderem in seltenen Fällen zu Behinderungen und zum Tod. Es gibt das Phänomen der subakuten sklerodisierenden Panenzephalitis. Das heißt, du erkrankst, später geht es dir irgendwann besser und dann wird auf gut Deutsch gesagt, irgendwann dein Hirn marsch. Es funktioniert nicht mehr in dem Maß, dass es einfach so Körperfunktionen kontrollieren kann. Wer sowas schon mal gesehen hat, das ist sehr grausam, sehr traurig anzusehen. Im Normalfall heilt allerdings die Krankheit vollständig aus. Kritikpunkt Nummer 1, wenn man sich umhört, und ich gehe gerne da in die Diskussion und ins Gespräch, sind die Impfstoffe. Impfstoffe sind genau wie andere Medikamente nicht frei von Risiken. Das muss man sagen. Allerdings werden sie genau wie andere Medikamente streng geprüft. Es gibt strenge Kriterien für die Zulassung. Es gibt eine ständige Kontrolle und konstante Beobachtung der Nebenwirkungen. Als Beispiel Exavac. Das ist ein Mehrfachimpfstoff. Der wurde, wurde er vom Markt genommen, weil nicht klar war, ob es einen umfassenden Schutz gibt. Im Speziellen ging es hier um den Langzeitschutz gegen Hepatitis B. Allerdings wurde er nicht vom Markt genommen, weil er gefährlich wäre. Wie gesagt, tatsächlich sind Impfstoffe wie jedes andere Mittel nicht ohne Nebenwirkungen. Bei 30 bis 50 Millionen Impfungen gibt es 0,0026% der Fälle, bei denen Nebenwirkungen auftreten. Allerdings auch dort ohne Langzeitfolgen oder Todesfälle. Die habe ich im Robert-Koch-Institut, die für die Quellen möchte ich nachher gerne an mich wenden. Kein Wunder, warum? Die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert 1992 in Artikel 24 vor. Jedes Kind hat ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit. Den Einwand, den ich oft höre, die sind ja alle gekauft. Das muss man im Auge behalten, das stimmt. Allerdings gibt es nichts Einfacheres, als das im Auge zu behalten. Geht einfach auf die Homepage der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO. Die STIKO wird oft mit der Pharmaindustrie gleichgesetzt. Dem ist nicht so. Tatsächlich, wie gesagt, findet man alle Zahlen offen auf der Webseite. Die Erläuterung und die Begründung, warum eine Impfempfehlung ausgesprochen wird, ist dort grundlegend und gründlich aufgeschlüsselt, inklusive aller Risiken. Es ist ein Riesenbatz an Zahlen, da könnt ihr euch durchkämpfen, wenn ihr wollt. Für den Hintergrund ganz spannend zu wissen, die Forscher, die Mitglied der STIKO sind, die an einem Impfstoff geforscht haben, werden aus der Beratung, also der Impfempfehlung, die STIKO ausspricht, herausgenommen. Warum? Man möchte auch jeglichen Anschein der Befangenheit vermeiden. Das erste Gesetz es ist wichtig, dass man nicht einmal den Anschein erweckt, dass man käuflich ist. Transparenz. Alle STIKO-Mitglieder haben auf der Webseite ein Konto offen. Das heißt, jeder kann sehen, von wem sie wie viel Geld bekommen. Es ist wichtig für mich zu sehen, dass jeder das Recht an höchstmögliche Gesundheit, also auch ein Recht auf die Impfung hat. Elternpflicht ist dafür zu sorgen, dass ihre Kinder zu ihrem Recht kommen. Nicht-Impfung ist eine Verletzung von Kindern und auch von Menschenrechten.
Ich kämpfe mich, um nochmal zum Anfang meines Vortrags zu kommen, nicht für mich. Ich impfe mich für all die Menschen um mich herum, um ihnen Leid zu ersparen, um ihnen Tod zu ersparen. Wir schaffen es heute durch unsere moderne Medizin, der Hygienemaßnahmen und der Aufklärung, ein so langes und glückliches Leben zu führen, wie wir es noch nie geschafft haben. Für mich ist es wichtig zu sehen, hier fallen keine Bomben oder Granaten. Das ist an anderer Stelle ist es sehr wohl so. Aber wir haben die Möglichkeit, unseren Menschen Gutes zu tun, indem wir sie schützen. Vielen Dank. Wenn noch jemand Interesse hat, mit mir nachher darüber zu reden, ich bin jederzeit bereit. Ich bin dann hier am Rande und ich denke, wird schon bestimmt eine Diskussion entstehen. Ja, vielen Dank.